Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD zu dem Mobilfunk für alle Gesetz, Drucksache 19762 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Zur Einbringung des Gesetzentwurfs hat sich der Kollege Kaffenberger für die SPD gemeldet. Sie haben, wie alle Ihre Kolleginnen und Kollegen, 7,5 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Anwesende, warum bringe ich heute für die SPD-Fraktion dieses Mobilfunk für alle Gesetz ein? Für uns als SPD ist klar, Mobilfunkempfang ist digitale Daseinsvorsorge. Leider steht es schlecht um den Mobilfunknetzausbau in Hessen, in Deutschland. Sie wissen es vielleicht, es gibt 400 Landkreise und kreisfreie Städte ungefähr. Wenn man sich dann die Mobilfunknetzversorgung anschaut, das Fazit, 2 der 3 deutschlandweit am schlechtesten mit Mobilfunk versorgten Landkreise liegen in Hessen. Das sind der Odenwald und der Werra-Meißner-Kneis. Und selbst die Digitalstadt Darmstadt befindet sich in diesem Ranking, wenn man auf die 5G-Versorgung schaut, nur auf Rang 98 von 107 kreisfreien Städten. Ausnahmsweise bedeutet jetzt hier die 98 mal nichts Gutes für Darmstadt, weil anders als bei unseren Linien im Moment müssen wir uns beim Mobilfunkempfang öfter geschlagen geben. Und wenn wir die grauen Flecken anschauen, also das ist der Teil der Landesfläche, bei dem LTE-Abdeckung mit weniger als 3 Netzen da ist, das ist ja auch die relevante Bezugsgröße für die Menschen da draußen, weil tatsächlich haben die meisten nur einen Handyvertrag und nicht 2 oder 3. Und in Hessen liegt die Hessen liegt bei der Versorgung, wenn man auf diese grauen Flecken schaut, auf dem vorletzten Platz. Nur Baden-Württemberg ist noch schlechter versorgt. Insgesamt ist es also so, dass auf einem Viertel unserer Landesfläche viele Menschen keinen Empfang haben. Graue Flecken, grau in grau, ich nenne das hessische Mobilfunk-Tristesse. Die dafür zuständige Digitalministerin, ich habe es in der Zeitung gelesen, sie lässt über ihren Sprecher mitteilen, schuld seien Wälder und Täler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch in Bayern und in Thüringen, manche waren vielleicht schon einmal da im Urlaub, da gibt es auch viel Wald und schöne Täler, trotzdem gibt es da besseren Empfang. Ja, es gibt auch in anderen Bundesländern noch viel zu tun, das ist richtig. Auch der Bund ist hier gefragt. Er hat Versorgungsauflagen festgelegt, diese sind verbindlich und werden auch sanktioniert. Es zeigt sich leider, dass die Mobilfunknetzbetreiber auch diese nicht fristgerecht erfüllen. Deswegen halte ich ja auch den Hessischen Mobilfunkpakt der Digitalministerin für eine PR-Aktion und einen zahnlosen Tiger. Wenn die Mobilfunknetzbetreiber sich schon nicht an den sanktionierbaren Versorgungsauflagen halten, wieso sollten sie sich dann an eine freiwillige Selbstverpflichtung halten? Dazu passt auch die heutige Ankündigung, seit morgen gehört im HR, des landesweiten Telenotarzt-Systems. Finde ich ja grundsätzlich gut. Aber wenn das Netz doch in der Fläche noch löchrig ist wie ein Schweizer Käse, dann bringt doch so ein Telenotarzt-System nichts. Wir wollen doch einen Telenotarzt, der am Unfallort dann auch Empfang hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mir sieht das jedenfalls nicht nach einer abgestimmten Digitalstrategie des Landes aus, sondern nach erneuter PR. Aber zurück zu der Bundesebene. Ich hatte es eben angesprochen. Es ist gut, dass die Bundesnetzagentur jetzt die Daumenschrauben anzieht bei den Mobilfunknetzbetreibern und spürbare Konsequenzen fordert, wenn die Versorgungsauflage nicht eingehalten wird. Man hört jetzt aktuell von einem Bußgeld von 50.000 € pro nicht errichteten Mast, wenn die Versorgungsauflage nicht erfüllt wird. Ich finde, das ist gut so. Der Bund liefert also, aber auch die Bundesländer können natürlich dabei helfen, die Mobilfunknetzqualität zu verbessern. Brandenburg hat beispielsweise kürzlich eine Analyse der Versorgung durchgeführt. Die haben eigene Messfahrzeuge auf alle Landesstraßen geschickt. Getreu dem Motto, das ich hier bei dem Thema schon immer vertreten habe, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir haben zum Haushalt auch einen Änderungsantrag gestellt, in dem wir das auch von der Landesregierung hier fordern, mal 500.000 € einzustellen, um nachzumessen, wie die tatsächliche Versorgung ist. Aber, oh Wunder, Schwarz-Grün lehnt es ab. Aber es bleibt dabei nicht. Die SPD hat noch mehr Ideen, wie wir das Land, den Ausbau
des Mobilfunknetzes fördern können. Wir haben nämlich auch die Möglichkeit, den Ausbau, die Errichtung von Masten tatsächlich zu vereinfachen über die Hessische Bauordnung. Und kürzlich habe ich auf Golem gelesen, ich weiß nicht, wer das kennt, ein IT-Online-Magazin, dass der Bitkom-Vorsitzende Bernhard Rohli da sagt, bis zu so einem Bauantrag können in Deutschland auch gerne mal, bis der genehmigt ist, 14 Monate vergehen. Er forderte, die Bürokratie zu entschlacken und die Verfahren massiv zu beschleunigen, um den Mobilfunkausbau nach vorne zu bringen. Und er sagte da auch was. Ich zitiere, da meinte er zwar die Bundesebene, aber ich lese es trotzdem gerne vor. Der Bitkom begrüßt, dass die SPD nun Vorschläge für einen deutlich schnelleren Ausbau der Infrastruktur macht. Und das, was der Bund machen kann, das können wir hier in Hessen auch umsetzen. Unser Mobilfunk für alle Gesetz vereinfacht und beschleunigt den Netzausbau und schafft so bessere Voraussetzungen für digitale Teilhabe und gleichwertige Lebensverhältnisse. Wir wollen nämlich eine Genehmigungsfreistellung in der Hessischen Bauordnung künftig auch für höhere Masten. Die bisherige Regelung erlaubt nur Masten bis zu einer Höhe von 15 Metern auf Gebäuden. Künftig sollen freistehende Mobilfunkmasten im Außenbereich bis zu 20 Meter ohne Genehmigung errichtet werden dürfen. Und das ist gerade in kleinen Städten und Gemeinden wichtig, denn da gibt es nicht so viele Häuser in passender Lage und mit der entsprechenden Statik, als dass man da eine 15 Meter hohe Antenne aufs Dach stellen könnte. Und gerade im Außenbereich liegen natürlich auch viele Straßen und viele Zugstrecken. Und deswegen, weil die auch zügig versorgt werden müssen, ist diese gesetzliche Änderung von uns, die wir durchführen wollen, die richtige. Zusätzlich sollen zeitlich befristet errichtete Mobilfunkmasten statt wie bisher nur für 3 Monate nach unserem Mobilfunk für alle Gesetz bis zu 48 Monate genehmigungsfrei da stehen bleiben können. Eigentlich war das mal für Festivals, Sportereignisse oder vielleicht den Hessentag gedacht, aber temporäre Standorte werden immer wichtiger. Das gilt tatsächlich auch im Katastrophenfall wie beispielsweise nach einem Hochwasser. Wir wollen diese temporären Masten aber auch zur Überbrückung nutzen, bis alle Funklöcher geschlossen und dauerhafte Masten gebaut worden sind. Und warum das bisher auch mal 48 Monate dauern kann, kann ich ein kleines Beispiel Ihnen geben. Bei mir im Wahlkreis Mühltal, Ortsteil Waschenbach, da soll seit Längerem ein neuer Mobilfunkmast gebaut werden. Mein erstes Gespräch dazu hatte ich mit einem sehr engagierten Ortsbeirat im Jahr 2019. Ein Kollege war dabei. Es folgten Gespräche mit dem Bürgermeister, dem Staatssekretär. Es gab Schriftwechsel, Abstimmungen mit den Mobilfunknetzbetreibern. Der Prozess läuft also schon immer so etwa seit 3 Jahren jetzt. Wir sind uns eigentlich alle einig, aber der Mast steht noch nicht. Und das ist leider kein Einzelfall. Und weil solche Verfahren eben auch mal 3 Jahre dauern können, können wir den Menschen vor Ort ja nicht erzählen, wenn sie einen temporären Mast haben, dass wir ihn dann wieder wegnehmen. Und das tatsächlich sorgt dafür, dass wir eine genehmigungsfreie Möglichkeit brauchen, um eine solche Zeiträume zu überbrücken. Und das soll unser Mobilfunk für alle Gesetz auch möglich machen. Ja, Herr. Ein letzter Satz. Für uns ist flächendeckender Mobilfunkempfang digitale Daseinsvorsorge. Daher muss das Netz überall schnell und stabil funktionieren. Mit unserem Mobilfunk für alle Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, ermöglichen wir den dafür nötigen, einfachen und schnelleren Mobilfunknetzausbau. Wir freuen uns auf die Anhörung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kammerer. Als nächster Redner ist Kollege Honka für die Fraktion der CDU. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin der SPD-Fraktion sehr dankbar, dass sie bereits heute die Möglichkeit gibt, ein klein wenig Werbung für unseren Gesetzentwurf zu machen, der von der Tagungsordnung her für morgen vorgesehen ist. Dieser Gesetzentwurf, den die Regierungsfraktionen eingebracht haben und der uns auch vor allen Dingen so wichtig war, dass wir ihn zu unserem eigenen Setzpunkt erhoben haben und deswegen dann auf morgen gesetzt worden ist. Es wäre ja auch eine Möglichkeit für Sie gewesen, sich dem Ganzen anzuschließen, das zusammen zu beraten. Aber insofern nutzen wir die Redezeit heute doch einfach nur als kurzen Werbeblock. Vielen herzlichen Dank, dass Sie morgen früh schon dann die Aufmerksamkeit sichergestellt haben. Meine Damen und Herren, was Sie will ein bisschen zurückkommen. Wenn ich das mir so angehört habe, eben vom Kollegen Kaffenberger, habe ich fast das Gefühl, wenn ich sein letztes Beispiel
mir angehört habe, sehr viele Köche helfen nicht immer, dass es am Ende gut schmeckt. Und das Land ist vor allen Dingen nicht für die Genehmigung dieses Einzelmobilfunkmastens, von dem er da gesprochen hat, in seinem Landkreis zuständig, sondern das macht schon immer noch die Behörde vor Ort. Aber sei es mal drum. Ganz konkret hat der Gesetzentwurf der SPD ja zwei Vorschläge im Angebot, dass einmal die Genehmigungsfreiheit im Außenbereich auf 20 Meter hochgesetzt werden soll bei der Höhe. Er hat darauf hingewiesen, wir sind im Moment bei 15 Metern, und er hat vergessen, wahrscheinlich rein freundschaftlich vergessen, dass das eine Initiative unserer Regierungsfraktion war, dieser Landesregierung zu Beginn dieser Wahlperiode, das schon von 10 auf 15 Meter diesen Wert hochzusetzen. Ich glaube, wir können uns sagen, wir haben das Thema bereits fest im Blick. Und das zweite Thema, das dort angesprochen ist, die Frage der Baugenehmigungsfreiheit auf 4 Jahre zu verlängern. Also auch wir haben ja morgen, da ist wieder der Werbeblock, morgen dazu ein entsprechend passendes in unserem eigenen Gesetzentwurf mit 24 Monaten im Angebot. Und mit Verlaub, ich glaube, also bei aller Schelte, die ja so indirekt immer bei Ihrem Grad bei den kommunalen Bauaufsichtsbehörden mitgeschwungen hat, wie lange die brauchen, 48 Monate, also früher hätte man gesagt, eine ganze Wahlperiode, soll man einen mobilen Mast stehen lassen können, bis man eine Genehmigung dafür braucht. Das ist definitiv in unseren Augen zu viel. Ich glaube, da sind unsere 24 Monate der bessere Wert. Ich möchte, auch wenn die SPD-Fraktion scheinbar vergessen hat, ihren eigenen Antrag, den sie ja zusammen mit dem eigenen Gesetzentwurf eingebracht hat, zusammen mit aufzurufen, den will sie erst morgen mit beraten, da auch noch auf eine Ziffer eingehen, die noch mal ein ganz klein wenig ein Licht auf die Haltung der SPD wirft oder auch auf die Rolle, die sie sich selbst manchmal zuschreibt. Da steht in Ziffer 3, ich zitiere insofern aus der Drucksache 19-7760, der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Beirat der Bundesnetzagentur für härtere Sanktionen bei Nichterfüllung von Versorgungsauflagen einzusetzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die SPD hat noch immer nicht gemerkt, dass sie seit vielen Jahren in der Bundesregierung beteiligt ist. Scheinbar schmerzt es sie so sehr, dass für die Bundesnetzagentur ein anderer Minister, nämlich einer der FDP, zuständig ist, dass sie jetzt hier wieder versucht, den Ball an uns zu spielen und zu sagen, diese Landesregierung, diese schwarz-grüne Koalition muss sich dafür sorgen, dass über den Beirat, was sie selbst nicht geregelt bekommt, scheinbar auf direktem Weg über die Bande gespielt, es ein Thema werden kann. Mit Verlaub, Herr Kollege Kaffenberger, kümmern Sie sich selbst darum. Wenn Sie in Berlin bei Ihren eigenen digitalpolitischen Freunden scheinbar so im Funkloch landen, können wir Ihnen hier aber auch nicht helfen und wollen es an der Stelle auch nicht. Vielen herzlichen Dank, und ansonsten schalten Sie morgen früh wieder ein, wenn es dann zu unserem Setzpunkt kommt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Onker. Herr Gernke ist jetzt schon eingeschaltet. Oder schaltet sich jetzt ein. Wie auch immer, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPD schlägt vor, die Bauordnung zu ändern, um die Hürden für die Errichtung von Mobilfunkmasten zu senken. Und morgen beraten wir einen Entwurf von Schwarz-Grün, in der Tat wohl mit ähnlicher Intention, der zusätzlich noch das Straßenrecht ändern möchte, um solche Hochbauten direkt an Straßen zu erlauben. Ein schneller Anschluss an das Internet gehört heute aus unserer Sicht zur Daseinsvorsorge, und wir teilen auch das Ziel des flächendeckenden Ausbaus des Mobilfunknetzes. Wo dieses es erfordert, von den bisherigen Abstandsregeln zu Nachbargrundstücken oder Straßen abzuweichen, das sollte dann auch tatsächlich möglich sein. Wenn es aber möglich ist, sollte man natürlich auch weiterhin versuchen, die Mobilfunkanlagen so sicher und umweltverträglich wie möglich zu errichten. Dazu kann der hier vorgelegte Gesetzentwurf aus unserer Sicht möglicherweise auch einen Beitrag leisten. Aber die Frage ist doch eigentlich, und das beantworten eigentlich weder die Gesetzentwürfe heute noch morgen, die Frage ist, lässt sich das Problem von Funklöchern wirklich erschöpfend über das Baurecht lösen? Die Frage ist doch, woher entstehen die Funklöcher? Warum gibt es denn diese Funklöcher? Und in der Vergangenheit wurden die Funknetze von den Privatunternehmen dort ausgebaut, wo viele Menschen leben und es sich deshalb lohnt, wo also der Profit entsprechend winkt. In der Vergangenheit hat der Markt es nicht gelöst. Lange Zeit hatten wir auf dem Land riesige Bereiche, die unterversorgt waren. Und das ist auch immer noch der Fall, in der Tat. Aus dieser Erfahrung heraus, das wurde hier jetzt hoch gelobt, wurde auf Bundesebene bei der Vergabe jetzt die Frequenzen etwa für 5G und LTE an Ausbauverpflichtungen geknüpft. Demnach müssen zurzeit 98% der Haushalte über LTE mit mindestens 100 Mbit verfügen.
Und dieses Ziel ist in Hessen von 2 der 3 Anbieter schon nach deren eigenen Angaben heute nicht erreicht, nämlich Telefonica und Vodafone. Und ich begrüße auch außerordentlich den Vorschlag, das auch tatsächlich mal zu kontrollieren und sich nicht nur auf die Angaben der jeweiligen Konzerne dabei zu verlassen. Aber selbst wenn das Ziel erreicht wäre, würde dies bedeuten, dass heute immer noch 2% der Hessinnen und Hessen, also über 100.000 Menschen zu Hause, nicht mit schnellem Mobilfunk versorgt wären, von unterwegs ganz zu schweigen. Es gibt keine Anreize, dort auszubauen, wo keiner wohnt. Das ist nicht nur tief im Wald, sondern zum Beispiel auch in Gewerbegebieten an einigen Verkehrswegen und Bahnhöfen der Fall. Und das ist dann eben, wenn es dann auch nicht geschieht, ein Versagen des Marktes. Und nun kommen die Anbieter teilweise noch auf den Staat zu und sagen, wir hätten gerne zusätzliche staatliche Zuschüsse, um das Problem zu lösen, nach dem altbekannten Muster, Verluste sozialisieren, Gewinne privatisieren. Und da liegt der eigentliche Hase im Pfeffer. Wenn die sozialstaatliche Aufgabe der Versorgung der Bevölkerung mit Telekommunikationsdienstleistungen nicht nur durch die öffentliche Hand, wenn sie nicht durch die öffentliche Hand übernommen wird, dann kann man entbürokratisieren, so viel man will. Man soll das tun, aber man muss nicht glauben, dass das dann zum gewünschten Ziel führen wird. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank. Oliver Stierberg für die Fraktion der Freien Demokraten hat als Nächster das Wort. Ach, das ist dieser Stuhl. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Honka, für einen Werbeblock sind die Fundamentaldaten bei der Digitalpolitik und im Mobilfunk wirklich nicht geeignet, Herr Honka. Denn auch nach 4 Jahren Digitalministerium bleibt Hessen ein digitales Entwicklungsland. Man muss ja nur in den Rheingau fahren, um sich wieder in die Vormobilfunkzeit zurückzuversetzen. Nun sind ja die Christdemokraten aktuell gerade auf Bundesspitze für Reisen und Ausflüge in die Vergangenheit durchaus bekannt. Aber wir wollen die Zukunft, und die Zukunft ist digital. Hessen ist beim Ausbau der Mobilfunknetze aber leider noch nicht in der Zukunft angekommen. Das Breitbandmonitoring Mobilfunk aus Oktober 2022 zeigt Funklöcher in Hessen 0,38%, Bund 0,32%. Nur in 4 Bundesländern sieht es schlechter aus. Ist das etwa unser Maßstab? Graue Flecken, wo also nicht alle Mobilfunkanbieter zu empfangen sind, 24,69% in Hessen gegenüber 18,56% im Schnitt, vorletzter Platz vor Baden-Württemberg. Ist das etwa unser Maßstab? Weiße Flecken, also wo nichts mit 4 oder 5G zu erreichen ist, 4,26% gegenüber 2,94% im Schnitt. Nur Bayern und Rheinland-Pfalz sind schlechter dran. Ist das etwa unser Maßstab? Auch der kürzlich veröffentlichte Breitbandatlas zeigt, bei allen Technologien, selbst bei der reinen Telefonie, liegt die Flächenabdeckung unter dem Bundesdurchschnitt. Die Privathaushalte sind unterdurchschnittlich schlecht angeschlossen, vor allen Dingen bei LTE und 5G. Ist das etwa unser Maßstab? Die 5G-Anbindung in Gewerbegebieten lässt ebenfalls zu wünschen übrig. 25 Prozentpunkte liegt man dort hinter dem Bundesdurchschnitt. Ist das etwa unser Maßstab? Hessen ist insgesamt beim Mobilfunkausbau maximal Durchschnitt. Statt Mittelmaß sollten wir aber ein Land sein, das selbst den positiven Maßstab bildet. Dafür sollten wir uns einsetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und obwohl sich Hessen weiter zu langsam entwickelt und obwohl der Beitrag der Landesregierung am Ausbau gegen Null geht
Und obwohl der große Teil des Ausbaus durch die großen privaten Player geleistet wird, weiht die Ministerin gefühlt jeden neuen Mast ein, lässt sie sich für jeden neuen Mast feiern, weniger Pressemitteilungen über Pakte und sonst irgendwas, weniger PR-Inszenierungen, mehr Masten. Das sollte das Ziel in Hessen sein. Die SPD-Gesetzentwurf, wie dem auch der Koalition morgen, angeregte weitere Liberalisierung der Bauordnung begrüßen wir. Aber auch der SPD-Antrag überzeugt nicht vollkommen. In Ihrem eigenen Antrag stellen Sie zu Recht fest, dass das Landesprogramm bisher gescheitert ist. Dann aber zu fordern, dass das Land den Telekommunikationsunternehmen den Ausbau gewissermaßen aus der Hand nehmen soll, das wirkt nun auch nicht wirklich überzeugend. Auch die Unternehmen leiden derzeit unter Arbeitskräftemangel, unter Auflagen, unter Lieferschwierigkeiten. Und das wird nicht besser, wenn das Land diese Aufgabe selbst in die Hand nimmt. Wir setzen weiterhin zunächst auf privates Kapital statt auf Steuergelder. Unsere Lösungen: erstens, das größte Problem der Netzbetreiber ist weiterhin die Standortsuche. Sie stoßen in den Kommunen auf wenig Akzeptanz, obwohl es gute Möglichkeiten gibt, um diese auch zu verkleiden. Ein funktionierendes Liegenschaftskataster von Bund und Ländern könnte hier abhelfen. Zweitens. Die Genehmigungsverfahren dauern zu lange. Wir müssen die Genehmigungszeiträume runterfahren. Hier würde eine Genehmigungsfiktion Abhilfe schaffen, nach der ein Antrag nach einer bestimmten Frist automatisch als genehmigt gilt. Drittens. Die Netzbetreiber agieren auf einem Markt, den ihnen der Regulierungsrahmen vorgibt. Wenn wir also wirklich einen Wettbewerb um das beste Netz haben wollen, dann müssen wir uns zur nächsten Frequenzvergabe für eine Dienstanbieterverpflichtung einsetzen. Also, wenn die Netzbetreiber wissen, dass sie ihr Netz mit Dienstanbietern ohne eigenes Netz teilen müssen, dann steigt der Anreiz zum Ausbau in vermeintlich unattraktiven Bereichen, weil das beste Netz das beste Argument für einen Anbieterwechsel ist. Verhindert hat eine solche Diensteanbieterverpflichtung übrigens seinerzeit Andi Scheuer auf Eingebung einiger Netzbetreiber. Viertens. Setzen wir in Zukunft auf Masten, die per Software umrüstbar sind. Mit der Open-RAN-Technologie. Die Technologie senkt die Netzausbaukosten, hält die Anlagen offen für künftige Technologien und ist somit kosten- und flächenschonend. Ein moderner Staat, der es den Unternehmen einfach macht, zu investieren, der es den Unternehmen einfach macht, in die Fläche auch zu investieren, der Bürokratismus reduziert, der Wettbewerb schafft und der offen ist gegenüber neuen Technologien. Ein solcher Staat wird den Mobilfunk in Hessen voranbringen. Wir wollen Fortschritt statt Durchschnitt. Das muss unser Ziel sein. Und wir glauben, dass wenn wir mehr Fortschritt wagen, es gelingen wird, dass wir die digitale Infrastruktur in Hessen und in Deutschland voranbringen. Sie ist die Basis für unseren zukünftigen Erfolg. Vielen Dank, Herr Steberg. Herr Lebringhaus für die Grünen ist als nächster Redner vorgesehen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte mich am heutigen Tage kurz fassen, auch wenn ich gerne und immer wieder gerne über das Thema Mobilfunk rede. Man kann da gar nicht oft genug drüber reden, Herr Kaffenberger. Aber wir haben ja morgen, das hat der Kollege Honka gerade schon erwähnt, unseren eigenen Gesetzentwurf, den wir noch einbringen. Aber wir können natürlich feststellen, dass ein Zugang zu schnellen und zuverlässigen Mobilfunk heute unerlässlich für unsere Gesellschaft ist. Er ermöglicht uns jederzeit und überall mit anderen in Kontakt zu bleiben, Geschäfte zu treiben, Musik zu streamen oder einfach nur Informationen abzurufen. Und das geht natürlich nicht ohne eine robuste und leistungsfähige Infrastruktur. Wir wären hier, wenn wir diese nicht hätten, in vielerlei Hinsicht stark eingeschränkt. Daher ist es gut, dass wir uns die Woche mit dem Thema befassen, mit zwei Gesetzesinitiativen der SPD heute und mit unserem morgen, die beide das Ziel haben, den Ausbau unseres Mobilfunks in Hessen voranzubringen. Denn leider, das kann man offen zugeben, gibt es in unserem Land noch Gebiete, die schlecht oder gar nicht Mobilfunkempfang haben. Das ist besonders in ländlichen Gebieten der Fall, wo die Bevölkerungsdichte geringer ist und wo es eben dann schwierig und kostspielig ist, die notwendige Infrastruktur auszubauen.
Aber wir als Landesregierung haben diese Herausforderung angenommen und setzen uns dafür ein, dass wirklich alle Bürgerinnen und Bürger in Hessen schnellen und zuverlässigen Mobilfunk haben. Denn das ist für uns eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und gleichzeitig wichtig für die Entwicklung unserer Wirtschaft und damit für die gesamte Gesellschaft. Und wir tun dies mit dem Mobilfunkpakt und nehmen dafür sehr viel Geld in die Hand. Und wenn es Stellschrauben gibt, die wir darüber hinaus, an denen wir darüber hinaus noch drehen können, dann tun wir dies auch. So waren wir Vorreiter, das ist auch schon erwähnt worden, mit der Änderung der Landesbauordnung hier in Deutschland. Da sind wir von vielen gelobt worden, waren Vorbild für viele andere Länder. Und morgen reden wir eben über eine neue Initiative, eben unser Mobilfunkausbaubeschleunigungsgesetz, welches noch einmal in einen weiteren Schritt Erleichterungen und Verbesserungen mit sich bringen muss. Und auf zwei Vorredner möchte ich eingehen. Zur Linken. Es gibt ja die Ausbauverpflichtung an Straßen, die der Bund geschaffen hat. Und wir, in der SPD steht es nicht drin, bei uns steht es mit drin, dass wir eben an Straßen mehr Masten bauen können, dass wir die Abstandsregelung verkürzen, dass wir eben in diesen Gebieten, wo es auch darum geht, im Notfall einen Arzt rufen zu können, das ist ein Thema, weitere Mobilfunk machen können. Und das Thema Waschenbach ist angesprochen worden. Also da hätten uns auch die 48 Monate nicht geholfen. Da hätte längst ein Mast stehen können. Der Vorgang da, ich kenne ihn ja auch sehr gut, bin mit Bürgermeister Muth oft in Kontakt, der ist ja durchaus etwas schwieriger. Wie gesagt, da könnte längst ein Mast stehen, aber da gab es halt immer wieder auch andere Probleme. Deswegen ist es auch für mich, der Kollege Honka hat es schon mal geschrieben oder beschrieben, 24 Monate, wie wir sie neu regeln wollen, ausreichen. Und jetzt möchte ich auch zum Ende kommen, möchte aber vielleicht noch mal ein was erwähnen, weil ja in Hessen ist ja immer alles schlecht und ganz furchtbar und wir sind ganz hinten dran. Ich war Anfang des Jahres in Niedersachsen. Ich hatte ein Wochenende, es wurden ja auch von Herrn Kaffenberger andere Bundesländer erwähnt. Ich hatte an den zwei Tagen mehr Verbindungsabbrüche als in Hessen im gesamten letzten Jahr. Und ich hatte extra mal nachgeguckt, die SPD regiert in Niedersachsen seit 10 Jahren. Wenn Sie also wissen, wie das alles so toll funktioniert und wie man das machen kann, dann schreiben Sie doch mal bitte den Kollegen dort vor Ort, damit das auch da mal funktioniert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Leveringhaus. Der letzte Zettel ist von Herrn Schulz für die Fraktion der AfD. Und er hat jetzt das Wort. Verehrtes Präsidium, werte Kollegen, erlauben Sie, dass ich mit einem Zitat beginne. Wenn wir nicht gerade zu Hause im WLAN sind, müssen wir einen der höchsten Berge hier im Dorf aufsuchen, um Handyempfang zu bekommen. Das sagt Fabian A., der 31-Jährige wohnt in Frebershausen bei Bad Wildungen, einem der hessischen Dörfer ohne Mobilfunkempfang. Und ich möchte hier auch anmerken, dieses Zitat stammt nicht aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern von August 2022. In Hessen gibt es immer noch Ortschaften, die ohne jeglichen Mobilfunkempfang dastehen. Und zwar nicht in den Ballungsräumen und Metropolregionen, für die die Landesregierung und insbesondere die Grünen hier als Lobby dienen. Das Problem der weißen Flecken der Gebiete ohne Mindestfunkempfang liegt nicht dort, wo es bereits viele Mobilfunkmasten stehen, sondern es liegt eindeutig auf dem von der Landesregierung vernachlässigten Land. Die SPD hat daher vollkommen recht, wenn sie Mindestfunkempfang heutzutage als integraler Bestand der Daseinsvorsorge bezeichnet. Und sie hat auch vollkommen recht, wenn sie die Landesregierung für ihre Untätigkeit anprangert. Aber der vorliegende Gesetzentwurf verallgemeinert das Funklochproblem. Denn mit einer Erhöhung der Mobilfunkmastendichte in den Ballungsräumen wird doch das Problem oft auf dem Land nicht gelöst. Ich komme wieder zurück zum August 2022, also jenem Monat, aus dem das Anfangszitat meiner Rede stammt. Denn in genau diesem Monat gab das Hessische Digitalministerium in einer Meldung bekannt, dass bis Ende 2024 in Hessen rund 4.000 Mobilfunkstandorte neu errichtet oder ertüchtigt werden sollen. Bis zum Zeitpunkt der Meldung seien bereits 894 Maßnahmen abgeschlossen worden.
Dabei seien erst im ersten Halbjahr 2022 mehr als 405 G-Funkmasten errichtet worden. Meine Damen und Herren, es zeugt nicht gerade von guter und gerechter Politik, wenn in einigen Regionen unseres Bundeslandes die Menschen in Funklöchern sitzen, während anderswo 5G-Funkmasten dicht an dicht errichtet werden. Es muss zuerst die Grundversorgung aller hessischer Bürger gesichert werden, bevor man Millionen in den 5G-Ausbau steckt. Wir hatten hier schon mehrmals das Thema 5G im Plenum, und ich möchte nicht zu sehr vorweggreifen, denn für morgen ist das Mobilfunkausbaubeschleunigungsgesetz der Landesregierung auf der Tagesordnung. Wir werden dabei genug Gelegenheit zur Aussprache haben, aber eins soll bereits heute gesagt sein. Was die Landesregierung tut, das ist ein scheinheiliges Ablenken von den wahren Problemen der Mobilfunkversorgung. Wir als AfD sind davon überzeugt, dass aktuell gültige Regelungen in der Hessischen Bauordnung ausreichen, um die weißen Flecken der Mobilfunkversorgung in Hessen von der Landkarte zu tilgen. Deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab, auch wenn er gut gemeint ist, aber er fasst das Problem nicht bei der Wurzel. Er verschweigt, wo die wirklichen Probleme liegen. Etwas Zeit habe ich noch. Ich weiß nicht, Bellino, was das jetzt mit Putin zu tun hat oder was ich mit Putin zu tun habe. Warum bin ich ein Putin-Versteher? Was habe ich mit Putin zu tun? Erstens habe ich mit Russland nichts zu tun und bin auch da nicht geboren und komme auch ursprünglich da nicht her, sondern meine Großeltern kommen aus der Ukraine und wurden verschleppt aus Grund, vielleicht auch aus, was Ihre Vorfahren hier angerichtet haben in den Land, wurden die verschleppt Herr nach Zentralasien. Herr Kollege Bellino, bitte. Ja? Herr Kollege, das ist mir egal, ob er Sie anguckt. Okay, Herr Schulz, Sie sind fertig. Vielen herzlichen Dank. Damit liegen keine Wortmeldungen zum Top 6 vor. Die Frau Staatsministerin hat nunmehr das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, kommen wir mal zum Thema zurück, Mobilfunk für alle. Und ich sage mal, das Ziel eint uns, das wollen wir alle. Der Weg dahin, das Wie, da sind wir uns an vielen Stellen uneinig. Und ich möchte heute nur auf das eingehen, was die SPD heute einen Gesetzesvorschlag eingebracht hat. Sie haben genau zwei Vorschläge eingebracht. Und die, und das ist aus unserer Bewertung leider der Fall, bestehen den Praktikabilitätstest nicht. Warum? Sie beschreiben 20 Meter im Außenbereich als neuen Vorschlag ins Gesetz mit der Begründung, das würde mehr Antennenstandorte ermöglichen. Mitnichten. Hätten Sie mit Praktikern, Architekten, Ausbauern gesprochen, hätten die Ihnen gesagt, dass die Erhöhung von 15 auf 20 Meter, und ich meine, die 15 Meter haben wir ja schon in 2020 in der Hessischen Bauordnung geändert, im Außenbereich nicht zu deutlich mehr Masten führen. Vielmehr sind es die niedrigen Masten mit einer hohen Lastkapazität, die mit hoher Schlagzahl ausgebaut werden. Denn diese kann man bereits mit zum Beispiel 5G ausbauen, und das haben wir vor. So zumindest die Praktiker, die ausbauen. Und Ihr Vorschlag besteht, ich sagte schon, daher die Praktikabilitätsprüfung nicht. Als Zweites fordern Sie eine Erhöhung der genehmigungsfreien Standzeiten mobiler Masten auf 48 Monate. Lieber Herr Kaffenberger, das Einzelbeispiel zeigt, dass Sie dadurch vielleicht sehr pessimistisch gestimmt worden sind in der Annahme, dass in 48 Monaten noch nicht mal ein fester Mast gebaut werden kann. Wir werden in dem morgen zu beratenden Entwurf der Regierungsfraktionen einen Zeitraum von 24 Monaten vorschlagen. Auch dieser ist aus Praktikabilitätsgründen aus unserer Sicht ein Standard, der dem, was auch die Gigabit-Strategie des Bundes und der Länder fordert, angemessen ist. Und aus meiner Sicht wäre es doch gut, wenn Sie sich genau diesem Vorschlag anschließen. Denn
Opposition heißt nicht immer nur, dagegen zu sein. Es kann auch durchaus kurzerhand mal einem Vorschlag der Regierungsfraktion sich anzuschließen, der zumindest den Branchenverbänden und den Handwerkern, die die Basten bauen müssen, auf Plausibilität geprüft ist. Und deswegen freue ich mich, wenn wir morgen darüber weiter diskutieren. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir hören uns morgen früh um 10.15 Uhr zu unserem Setzpunkt wieder. Erstmal bleiben wir noch hier, Frau Staatsministerin, ist jedenfalls meine herzliche Bitte. Ansonsten gibt es noch irgendwelche Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt 6. Das ist nicht der Fall. Wir haben uns verabredet, dass dieser zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den DDA überwiesen wird. Widerspricht diesem Vorschlag jemand? Das ist auch nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf der Sozialdemokratie an den DDA überwiesen.